Alex Biedermann, ja. Saisontore 10 und 11 heute beigesteuert. Ja. Ja, wie schwer war es heute nochmal im letzten Saisonheimspiel? Das letzte Heimspiel war sehr schwer für uns. Wir mussten auch noch alle Gas geben. War für mich große Ehre, noch 2 Tore im letzten Heimspiel zu schießen. Und hat mich auch gefreut für die Mannschaft, dass wir den Sieg geholt haben. Ja, Jan Brandscheid steht hier auch bei uns. Er wollte auch noch eine Frage stellen. Jetzt ist die große Gelegenheit. Ja, wieder beim 2-0 hast du wieder ganz dreckig das Ding reingemacht. Wie, hast du einmal den Riecher dafür? Oder wie, woher wusstest du, dass das Ding jetzt genau da hinkommt? Also der Rudi Tömes hat mir beigebracht, immer beigebracht, dass ich beim zweiten Ball da sein muss. Und ich glaube, ich habe seine Worte erhört. Genau. Ja, heute Abend mit dem Sieg lässt sich besser der Saisonausgang feiern, oder? Was steht an? Also wir haben jetzt vor, Mannschaftsabend zu machen, letzter Abend für uns und alle sind dabei und das freut mich auch und ja. 70 Punkte habt ihr jetzt mit dem Sieg heute festgemacht, das ist schon eine Hausnummer. Ja, auf jeden Fall eine Hausnummer und ich glaube, haben viele nicht gerechnet, dass wir auch 70 Punkte erreichen. Ja. Spielt Alex Biedermann nächste Saison erneut bei Eintracht Trier? Weiß ich noch nicht. Wann entscheidet es sich? Keine Ahnung.